So, heute ein kleiner Ausflug, König-Albert-Dom. Das ist Grünheim-Beierfeld. Und während eines Erzgebirgsbesuchs legte König Albert von Sachsen im Jahr 1880 den Grundstein für einen ersten Aussichtsturm. Der 17 Meter hohe Turm wurde am 11. September 1881 wiederum in Gegenwart des Monarchen eingeweiht und erhielt zu seinen Ehren den Namen König Albert Turm. Und König Albert von Sachsen, ja, 23. April 1828 geboren und am 19. Juni 1902 gestorben. So, und da werde ich mal hochgehen. Ich hoffe, dass er auf ist. So, jetzt geht's hier rein. So, wir haben die technischen Daten des Turms. 40,5 Meter, Höhe des Aussichtsplattform 31,5 Stufen bis zur Plattform 108 Stufen. Eröffnung des Turmes 1999. Und der Spiegelwald, wo das hier ist, also die Umgebung, 728 Meter hoch. So, Leute, das schöne Erzgebirge. Einwandfrei. Und hier haben wir ja Bilberg, diese Richtung Hürtenstein und Scheibenberg, Bärenstein. Ja, und hier habe ich noch was mitbekommen und da muss ich jetzt mal hier drauf drücken. Herzlich willkommen auf dem König Albert Turm. Sie befinden sich 31 Meter über dem Plateau des Spiegelwaldes. Müssen wir das jetzt die Lautstärke richtig? Fernsehturm Geier. Am Horizont erhebt sich der Pöhlberg, einer der vielen Restvulkane des Erzgebirges. Zu seinen Füßen liegt Annaberg Buchholz, die Hauptstadt des Erzgebirges. Bei gutem Wetter ist die St. Annenkirche zu erkennen, das Wahrzeichen dieser Stadt. Bei gutem Wetter erkennt man rechts vom Pöhlberg die Windräder am Hirtstein bei Satzung und Jöstadt. Der 995 Meter hohe Hasberg in Tschechien erhebt sich als Kuppe weit im Hintergrund. Etwas näher sehen Sie den Scheibenberg und die gleichnamige Stadt davor. Auch dieser Berg war einstmals ein Vulkan. Die Basaltsäulen, im Volksmund Orgelpfeifen genannt, sind ein imposantes Naturschauspiel und eine atemberaubende Kulisse für viele Festivals. Rechts hinter dem Scheibenberg erhebt sich der dritte Vulkan, der Bärenstein. Neben ihm der Spitzberg. Besuchen Sie im Anschluss die Multimedia-Ausstellung und lernen Sie das Erzgebirge noch ein bisschen besser kennen. Jawohl, also ihr habt es gehört, super Sache, sehr schön. Und heute musste ich natürlich bei dem schönen Wetter, weil wir sowieso im Erzgebirge eingeladen waren, musste ich hierher fahren. Und natürlich bei Sonnenschein und natürlich auch Fernsicht. Und wie ihr seht, die Sonne geht ja auch bald unter. Sehr schön, sehr schön. Ja, also hier haben wir einen Fichtelberg in der Richtung, dort oben der Berg. Sehr schön. Dann der Keilberg weiter hinten. Da sieht man nur einen Turm und Spitzberg, ja, Plattenberg, ja, in die Richtung Johann-Georgenstadt, Ausberg, Susa und Eibenstock.
Ja, und das hier vorne, das müsste rein theoretisch Schwarzenberg sein, da hinten. Jawohl, jawohl, das Schloss. Super. Und da drücken wir hier auch mal drauf. Das müsste die 2 sein. Moment. Herzlich willkommen auf einem der schönsten Aussichtstürme des Erzgebirges. Hier oben auf dem König-Albert-Turm liegt Ihnen das gesamte Erzgebirge zu Füßen. Sie schauen jetzt Richtung Süden. Links beginnend das Pumpspeicherberg Meikersbach. Mit seinem Oberbecken auf dem Gipfel der Hundsmatter. Links unten dann das Unterbecken. Das Pumpspeicherberg Meikersbach ist in einer riesigen Kaverne unterirdisch gebaut und auf jeden Fall einen Besuch wert. Unmittelbar vor dem Unterbecken verläuft die alte Eisenbahnlinie Schwarzenberg-Annaberg, die in Meikersbach über die sogenannte Streichholzbrücke führt, ein Bauwerk aus der Gründerzeit nach amerikanischem Vorbild. Hinter dem Oberbecken erhebt sich der höchste Berg des deutschen Erzgebirges, der Fichtelberg. Rechts neben ihm ist der Funkturm des böhmischen Kalbergs zu sehen, der das Prädikat des höchsten Berges des Erzgebirges beiderseits der Grenze trägt. Das Tal der Mittweida mit Aschau und Grünstädel zieht sich bis nach Schwarzenberg hin. Windprobleme geben. Die Perle des Erzgebirges und einstige Verwaltungsstadt wird durch das Schloss Schwarzenberg und die Georgenkirche gekrönt. Perla Castrum heißt die neue museale Exposition im Schloss, die 2014 erstmals eröffnet wurde. Am Fuße des im Hintergrund verlaufenden Kamms des Erzgebirges sieht man die Dörfer Kramdorf und Bamskorn. Zwischen ihnen sehen Sie die Waldbühne Schwarzenberg, einst erbaut als Großfeierstätte, heute die größte Freilichtbühne des Erzgebirges. Über 1000 Meter hoch, dient heute der Flugüberwachung und ist deutlich in Richtung Südwesten zu sehen. Schwarzenberg besteht aus vielen Stadtteilen, wobei deren jüngste als Plattenbausiedlungen errichtet wurden und von hier aus gut zu erkennen sind. Im Vordergrund sehen Sie dann die Häuser von Bayerfeld mit den charakteristischen Industriebauten innerhalb der Wohnbebauung. Einstmals das größte Industriedorf in Deutschland. Mit der industriellen Löffelfertigung und der automatisierten Sturmlaternenherstellung beherrschte Bayerfeld den Weltmarkt. Das älteste Gebäude in unserer Stadt ist die um 1200 erbaute Peter-Pauls-Kirche im Ortsteil Bayerfeld, die man leider von hier aus nicht sieht, aber ein Besuch besonders wert ist. Interessante und spannende Geschichten aus dem Erzgebirge werden Ihnen auch in der Multimedia-Show erzählt. Auf den Spuren der Zisterzienser vom Westerzgebirge zu den wieder entstandenen Weinbergen des böhmischen Mittelgebirges. Das ist wie wenn ich bei mir, wenn ich unterwegs bin, die Tante Berta mit habe und den Onkel Franz. Ja. Ja, also sehr schön. Das ist ganz schön. Ja, also das ist, ja, ist das natürlich kein Wunder. Super Sache. Und schön, dass ich das noch gefunden weiß ja, dass es das gibt, aber zumindest hier noch bei Zeiten ja, erklommen habe, beziehungsweise hier gibt es einen Fahrstuhl, das ist auch weit und breit das Gute hier für ältere Leute, aber ich muss immer wieder sagen, man sollte dann schon mal selber hierher fahren und das mit eigenen Augen anschauen. Aber Leute, die in der Ferne sind, für die ist das natürlich auch schön, wenn sie mal im Video mal zuschauen können. Und vielleicht der Ansporn auf eine Reise hier
Schöne Erzgebirge. Herzlich willkommen auf der Aussichtsplattform des König Albert Turms. Sollten Sie die Treppe und nicht den Fahrstuhl genommen haben, so haben Sie 180 Stufen erklommen. Ihr Blick geht nun Richtung Westen. Im Tal des Schwarzwassers liegen rechts neben Schwarzenberg der Stadtteil Neuwelt und die Stadt der Emaille und des guten Likörs Lauterbandsbach. Das Likörmuseum, alte Laborantenkunst, ist wohl der Höhepunkt in Lauter. Richtung Erzgebirgskamm sehen Sie die alten, großen Güter aus längst vergangener Zeit. Vorder Henneberg, Konrads Wiese, heute Schullandheim und das Daniel-Christel-Gut, heute ein modernes Hotel. Weit im Hintergrund sieht man den Kuhberg und die Gemeinden Hunsübel und Stützengrün, die Heimat der Bürstenmacher und des Bürstenmanns. Auch dort können Sie die alte Tradition hautnah im Bürstenmuseum Schönheide erleben. Wenn Sie weiter nach rechts blicken, sehen Sie im Tal zwei Schornsteine, die das Bild der Industriestadt Aue prägen. Die Stadt der Brücken hat Industriegeschichte geschrieben. Große Namen wie Erdmann Kircheis, Hildmann und Lorenz und viele andere haben Aue bekannt gemacht. Den stärksten Einfluss hat aber diese Region durch den Wismutbergbau erfahren. Heute sieht man von den großen Gründen oder Halden fast nichts mehr. Nur die Tradition und der Fußball des FC Erzgebirge Aue blieben erhalten. Im Hintergrund die alte Bergstadt Schneeberg, Zentrum des historischen Erzbergbaus im Erzgebirge. Die St. Wolfgangskirche, der Bergmannsdom, ist besonders sehenswert. Kein geringerer als Lukas Cranach hat den Flügelaltar gestaltet. Im Vordergrund tauchen die oberen Häuser von Bernsbach auf. Von Lauter bis zu den letzten Häusern geht es besonders steil bergauf. Der Höhenunterschied beträgt hier über 400 Meter. Der Balkon des Erzgebirges Bernsbach bietet einen imposanten Ausblick in das Tal des Schwarzwassers. Weiter westlich kann man weit in der Ferne die Autobahnbrücke in Zwickau erkennen und noch weiter in der Ferne einen Blick nach Thüringen wagen. Im Vordergrund liegt der Gotteswald, das Rundteil und die alte Salzstraße nach Prag in einem großen Waldgebiet, welches bis nach Zwickau reicht. Weitere Informationen über das Erzgebirge erhalten Sie hier am Fuße des Turms in der Multimedia-Ausstellung auf den Spuren der Zisterzienser vom Westerzgebirge zu den wiederentstandenen Weinbergen des böhmischen Mittelgebirges. Ja, vielen, vielen Dank für die Information. Und ja, ich denke mal, das ist doch gelungen. Und hier sieht man natürlich auch noch ein paar Schneereste, die hier unten sind. Und ich hatte gehofft, dass hier oben noch ein bisschen mehr Schnee zu sehen ist. Aber ja, leider nicht. Ganz in der Ferne sieht man den bunten Schornstein. Hier nennt sich Spiegelwald und ja, also da hinten die alten Ronneburgs, die sind aber, sagen wir mal, etwas abgetragen worden und dann Merane, Hohenstein-Ernsttal, Altenburger Land, das Kraftwerk Lippendorf, ja, sieht man jetzt natürlich nicht, aber das wäre die Richtung Leipzig. Kraftwerk Dierbach, das ist das alte ehemalige Kraftwerk Steinkuppe, Rochlitzer Berg. Jawohl. Und hier seht ihr es, Schornstein bei Chemnitz. Und die Kirche Dahlheim schaut da zwischendurch mal raus. Ja, also sehr schön. Das ist hier Richtung Grünhain.
Und der Turm ist der Fernsehturm Geier. So viel wie ich weiß, ist nicht begehbar. Ja, aber dafür ist ja dieser Turm da, um das schöne Erzgebirge hier zu sehen. Sehr schön. Ja, in dieser Richtung nochmal der Fichtelberg. Ja, Pumpspeicherberg, dort nochmal darunter, Markersbach. Ja, also das läuft unter der Rubrik, so schön ist unsere Heimat. Und ich denke mal, ich hatte jetzt schon lange nichts mehr dieser Richtung, also urlaubsmäßig ja, aber dann nicht mehr. Hat aber damit zu tun, dass ich sehr, sehr viel arbeitsmäßig zu tun habe und jetzt viele, viele Stunden gemacht habe. Und rein theoretisch habe ich noch 3 Tage in Reichenbach zu tun und dann bei mir in der Werkstatt noch ein bisschen. Ja, und dann könnte Weihnachten kommen. Ja, und dann geht's, denke ich mal, am 2. Januar wieder arbeitstechnisch los und weiter. So, jetzt werden wir mal noch einmal rundherum laufen. Nochmal den Sonnenuntergang sehen oder zumindest zeigen. Ja, das sieht natürlich auch sehr, sehr schön aus. Müsste man nochmal fotografieren, aber leider habe ich natürlich das zweite Handy nicht mit. Denn hier, wenn ich ein Video mache, kann ich dann nicht. Also ich kann das schon, aber da muss ich das Video abbrechen. Möchte ich aber nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich auch mal sehr schön zu sehen. Ich denke auch, dass das von der Form her ganz gut rüberkommt. Die Streifen, die stören mich natürlich wieder unheimlich. Ich weiß nicht, ob man die auch so deutlich sieht, wie man das hier sieht. Naja, gut. Also das nochmal der Fichtelberg. Dort die Schreckenberg. Ja, also sehr schön. Werde ich mal wieder nach unten gehen. Ihr habt es gehört, Multimedia ist hier weit unten. Und werde ich euch auch was zeigen. So Leute, jetzt habe ich mit jemandem geredet, hier war wunderbar, also eine Meinung, klasse. Und natürlich wollte ich euch das nicht vorenthalten, diesen schönen Sonnenuntergang hier im schönen Erzgebirge euch zu zeigen. Herrlich, einfach super, klasse. Und das hat natürlich richtig schön geklappt und wir haben uns sehr schön unterhalten. Vielen, vielen Dank. Und das ist schon sehenswert. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Beste ist, wenn jeder selber mal hier hochkommt und sich das anschaut. Und das ist schon, denke mal, eine Augenweide und so ein Sonnenuntergang. Herrlich, super. So, jetzt geht's per Fuß. Ich könnte zwar auch mit dem Fahrstuhl fahren, aber nein, ich laufe. Super. So, hier sind dann nochmal die, ja, also die Bilder in diese Richtung nochmal im Treppenhaus. Also Blick vom König Albert Turm herbei. Sehr schön. Auch wunderbar gemacht. Das hatte ich aber letztens, glaube ich, auch schon mal mit erwähnt und gezeigt.
Aber ich denke mal, das war es wert, den Sonnenuntergang noch mal zu zeigen. Und das ist schon wirklich eine super Sache. Dorfplatz Bernsbach, auch sehr schön gemalt. Ja, also ich fahre immer gerne ins schöne Erzgebirge. Ja, sehr schön. So. So, hier haben wir das Rotkreuzmuseum, Rotkreuzmuseum Bayerfeld. Hier die Peter-Paus-Kirche in Bayerfeld. Auch sehr schön. So, hier haben wir das auch nochmal, das Pumpspeicherwerk Magersbach, Oberbecken und das Unterbecken. Hier, genau, das ist das Oberbecken, was man gesehen hat, und das hier unten ist das Unterbecken. Das hat man nicht ganz so genau gesehen, aber man hat es auch gesehen. Scheibenberg, Waschleite, Bernstein, all. Ja, also so ein Panoramabild ist natürlich auch wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man hier herkommt und man hat keine gute Sicht, kann man sich das natürlich dann hier nochmal richtig schön anschauen. Ja, hier der Fernsehturm Geier, Grünhain, Gewerbegebiet. Jawohl. Hier haben wir Natur- und Wildpark Waschleide. Ja, auch sehr schön. Hier die Bergschmiede in Waschleide. Ja, das ist auch ein Augenschmaus. Und hier natürlich ein Hund. Geier, Fernsehturm, Grünhain. Ah, seht das? Sehr schön, diese Panoramabilder. Ja, hier haben wir ein Heizkraftwerk. Das ist das Kraftwerk. Das ist der bunte Schornstein. Daneben liegen Zwillnetz, Freizeitpark von Grünhain, Leipzig-Lippendorf. Hier sieht man Lippendorf. Das haben wir heute oben nicht gesehen. Aber das ist schon mal gut. Ja, weil ich ein bisschen mit aus der Kraftwerksbranche komme, also puncto Schweißen, Kraftwerksanlagenbau. Und da ist mir das auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Waschleide, Obelisk. Ja, sehr schön. Also immer eine Augenweide hier. Beste ist, man schaut sich das selber mal an. Ja, hier die Dudelskirche in Waschleide. Also das ist eine Ruine. So, wunderbar. Ja, Heimateck Waschleide. Das sind auch solche Miniaturhäuser. Das ist wie in Oederan, das kleine Erzgebirge. Aber eher ist es in Waschleide, nennt sich Heimateck. Auch eine absolute Augenweide. Sehr schön. Immer wieder schön anzusehen. So, hier haben wir Klostermauer und Postmeilensäule Grünhain. Wollen wir schon mal ein Stück zurückgehen? Jawohl, jetzt haben wir alles drauf. Ja, hier haben wir einen Mönch in Grünhain. Hier. So, hier haben wir Fuchsturm in Grünhain. Ja, also sehr schön, wunderbar. Und jetzt sind wir schon unten. Es gab ja noch eine andere wichtige Sache, aber da haben wir zeitlich heute nicht. Können wir das leider zeitlich nicht machen, aber das wird vielleicht auch noch mal werden. Super. So, also macht's schön gut, haltet zusammen. Und so schön ist unsere Heimat. Tschüss. So Leute, jetzt bin ich wieder unten und ihr seht hier relativ viel Schnee, aber das ist erstmal egal. Und also das ist der Turm hier und König Albert Turm. Und ja,
Sonnenuntergang haben wir ja noch gesehen. Da ist natürlich schon zu Ende. Aber ich denke mal, es war eine schöne Sache. Und ich bin froh, dass ich euch ja mitgenommen habe, weil ich gar nicht gedacht hatte, dass heute so eine schöne Fernsicht ist. Und so, auf den Spuren der Zisterzienser. Das wäre noch eine Ausstellung gewesen. Allerdings macht die dann bald zu. Und ja, aber ein anderer Mal auf jeden Fall. Tschüss, macht's gut.